Ja, herzlich willkommen zur FIFCON 22, Make Install Peace, Impulse für den Frieden. Wir sind hier in der Archenholz-Sternwarte, deshalb werde ich auch das Wort an Stefan Gotthold übergeben, der erstmal ein paar begrüßende Wörter von dem Ort hier sagt. Und ich sage natürlich auch Hallo an alle, die aus dem Netz zugeschaltet sind. Dann jetzt erstmal an dich, Stefan. Willkommen von meiner Seite hier auch bei uns auf der Archenholz-Sternwarte. Mein Name ist Stefan Gotthold, wurde schon gesagt, ich bin Leiter der Sternwarte, leite auch parallel dazu die Bildungsabteilung, komme aber eigentlich aus der Richtung der FIFCON, denn ich habe technische Informatik im Maschinenbau studiert und auch dann kann man an so einer Sternwarte landen. Sie sind hier an einem ganz besonderen Ort, ich darf Ihnen den ein wenig vorstellen, denn Sie sitzen nicht umsonst in dem Einstein-Saal. Und an der linken Tür da drüben, von außen kann man auch sehen, warum dieser Saal so heißt. 1915 stand Albert Einstein hier vorne und hat über seine Relativitätstheorie gesprochen. Zu dieser Zeit gab es aber noch keine Smartphones, von daher ist das nur schriftlich belegt, aber nicht fotografisch. Damit kann niemand sagen, wo er sich hier befunden hat. Ich probiere es immer mal wieder aus. Vielleicht hier, ich weiß es nicht. Irgendwo hier wird er also gestanden haben und hat die Berliner Bevölkerung 1915 im Endeffekt schon mit seiner eben Theorie, Relativitätstheorie, danach gefragt, ob er denn vielleicht richtig liegt oder falsch. Er war ja großer Skeptiker und das gehört ja in die heutige Zeit auch mit rein. Der Einstein-Saal aber gar nicht so sehr das einzige Besondere hier, denn er war es Friedrich Simon Archenholz, der Namensgeber dieser Sternwarte, der 1896 diese große Röhre, das große Fernrohr da draußen hingebaut hat. Ohne dieses Gebäude ringsherum, das kam erst später dazu, das ist das längste bewegliche Linsenfernrohr der gesamten Welt. Es wird auch kein längeres mehr geben. In der Astronomie bauen wir heute große Geräte. Durchmesser spielt da eine große Rolle. Wir wollen viel Licht sammeln. Wir möchten sehr, sehr viele Daten sammeln. Darum geht es in der Astronomie eigentlich. Denn schon seit über 2000 Jahren schauen wir natürlich in den Himmel und sammeln alles, was wir da sehen. Also Big Data gibt es in der Astronomie schon über viele, viele hunderte Jahre, bis irgendwann natürlich in der heutigen Zeit ein Buzzword dafür erfunden wurde, damit man besser darüber reden kann. Sie sehen also, wir sind gar nicht so sehr weit entfernt. Die Astronomie, die Informatik, das Verarbeiten von Informationen und natürlich auch das Zusammenarbeiten, denn die Sternwarte hat ja einen historischen Hintergrund, der nicht immer ganz so fröhlich ist. Sie existiert hier, das finde ich sehr spannend, seit 126 Jahren, sondern die Familie Archenholz, die hatte jüdische Wurzeln und wurde natürlich dann vom Dritten Reich hier vertrieben, bis hin, dass zwei Mitglieder im KZ tatsächlich ermordet wurden. Und die Familie ist im Endeffekt über die gesamte Welt verbreitet, verstreut. Wir haben sehr engen Kontakt zu ihnen. Sie freuen sich immer wieder hierher zu kommen. Es gibt große Familienfeste von den Archenholz. Eine Nachfahrin lebt noch im Bansin, im Sommerhaus. Das gehört zur Geschichte dazu. Und wenn Sie sich umschauen hier an diesem wundervollen Ort, dann werden Sie sehen, dass die Fassade ziemlich neu aussieht. Die wurde jetzt wieder von uns saniert. Im Endeffekt denkmalgerecht saniert und so wiederhergestellt, wie Archenholz sie früher ganz am Anfang, als das Gebäude gebaut wurde, hergestellt. Sie sehen also ein ganz spannender Ort hier, der viele Verknüpfungspunkte zur FIFCON hat, der viele Verknüpfungspunkte zur Informatik besitzt und zum Frieden natürlich auch. Das gehört dazu. Die Astronomie ist weltweit unterwegs. Bei uns gibt es keine Unterschiede. Wir leben alle im selben Universum, egal wie wir aussehen, was wir sprechen, wo wir herkommen, wie unsere kulturellen Hintergründe sind. In der Astronomie sind eben tatsächlich denn auch wirklich alle Menschen zusammen. Test, Test, Test. Ich wechsle auf die Nummer 2. Dass wir sowas hier natürlich dann auch ausrichten, das gehört eben auch mit hier rein, nicht nur das Sterne gucken und somit bleibt mir eigentlich nur noch nach dieser kurzen Einführung. Ach, ich darf meine Führung noch ankündigen. Ich werde Sie auf eine Tour mitnehmen hier durch die Sternwarte und ein bisschen was erzählen. Deswegen darf ich gar nicht alles erzählen, was es hier gibt.
ich muss mir noch was aufheben, aber es gibt spannende Orte, die wir jetzt gemeinsam heute Abend betrachten können. Da sind Sie herzlich eingeladen. Ansonsten für die nächsten 3 Tage, 2,5 Tage wünsche ich Ihnen natürlich viel Spaß hier auf der FIFCon, viel Netzwerken, viel Zusammengehörigkeit und freue mich, dass Sie alle tatsächlich hier sind. Dankeschön.